Hast du mal vielen Dank für ich war Umschalter in Rumänisch, ich habe keine deutsche Schule gemacht, aber trotzdem, ich fühle mich in Deutsch. Meine Mutter, Kare, Kuhan, Chabre, Du, Astrid, Sengur, Lippot, Nahel, Skopi, Precum, Schindler, Sarkus, in Bagdad, German, sunt foarte puține în zona. Germania, să zic din naștere, doar germani, nemți. Din păcate, toți copiii care sunt în jurul nostru sunt de mai multe naționalități, bulgară, germană, maghiară, dar în spatele lor există o bunică, o oma sau un bunic care provine de rândul germanilor. Sunt foarte bucuros de această grupă pe care am reușit să o facem și sper să ducem mulți ani înainte, să sărbătorim și noi acasă, nu știu dacă domnul și dar dar să începem să sărbătorim unele evenimente 5-10 ani, poate. Am ascultat cu drag poveștile dumneavoastră și am văzut că sunt foarte emoționate chiar unele din ele. Mă bucur foarte mult încă o dată să fiu alături de voi și sper în multe colaborări împreună. Vă mulțumesc, vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim foarte mult, vă dorim foarte mult, mult, mult succes. Este un lucru extraordinar ceea ce ați realizat și că ați adus în la viață această grupă Edelweiss de dans, în special pentru copii, fiindcă într-o grupă de dansuri copiii nu învață, cum a spus și Erica, nu învață numai să danseze. Învață și să socializeze, cum a spus și Cristi, învață să se exteriorizeze. Deci este un lucru extraordinar cu efecte colaterale benefice, cum ne place nouă să spune. Și să știți un lucru, dar înțelege germană, așa că pot să spun în germană. Sie sprechen eigentlich ganz gut Deutsch. Vor banale să ai întotdeauna 20 iară. Waren sechs Leute, haben wir auch nicht gedacht, dass wir unser 25-jähriges erleben werden. Also wir haben uns dabei nicht viel gedacht damals. Wir wollten wirklich, was für die Idee war damals, was für die jungen Leute machen und für die Deutschsprachige in erster Reihe und ihnen aber auf der anderen Seite auch zeigen, dass sie in Rumänien auch Angst, das war einfach gleich 90, 91, 92, die Angst, was, wenn der Kommunismus wieder zurückkommt und die Grenzen dann wieder zugemacht. Also alle sind nach Deutschland ausgewandert und deswegen auch durch diese ganzen Partnerschaften mit der BOU, mit der EU, mit anderen Partnervereinen, wir haben versucht, junge Leute nach Deutschland zu bringen und zu zeigen, auch das reelle Leben. Also nicht nur die schöne Seite, sondern auch die Kehrseite. Wir waren, ich weiß noch, mit den ersten Gruppen waren wir in München bei der U-Bahn, damit Sie sehen, dort gibt es auch Leute, Obdachlose und es gibt auch Besoffene und es gibt auch Dreck in Deutschland. Also nicht nur die gute Seite. Und wenn man was werden will, dann kann man das auch im eigenen Land machen. Vielen Dank. Trotzdem. Ja, das ist immer so schwer, etwas Gescheites zu sagen. Aber eigentlich wollte ich nicht auffordern, ein bisschen zu erzählen über die Zeit. Das ist Zeit, die von der Bahn stammt noch vor.
Vater Glaube. Ja, stimmt. Gerade war das Herz als Zeichen des Forums wieder eingesetzt worden. Es hat ja nochmal eine Zeit gegeben, wo das Herz das Symbol für den Verein der Deutschen war, weil wir ihm gesagt haben, wir tun alles mit Herz. Ja? Dann hat es die Idee gegeben, ja, wir brauchen etwas, was spezifisch für die Jungen ist. Wir brauchen das Zeichen. Wir brauchen das Zeichen. Von heute auf morgen, von heute Abend auf morgen. Dann vielleicht entfernte Verwandtschaft besuchen. Man fühlt sich aufgenommen, auch ja, es wurde ganz
wir, die hier reden. Und deswegen würde ich sagen, als Fernverein. Thank you.
Sometimes you